Ja, wir wollen die Funktion 1 durch x plus 1 ableiten. Mit welcher Regel werden wir das vermutlich tun? Ja, bitte. Ja, es handelt sich um einen Quotienten u durch v und da haben wir die Quotientenregel auswendig gelernt. Die lautet wie? Ja, bitte. Und jetzt geht es natürlich um die Rollenverteilung. Die Frage ist, was ist u und was ist v? Was ist u und was ist v? Ja? V ist? Und u ist? Und wir brauchen beide Ableitungen. Also wir brauchen v' und wir brauchen u'. Was ist v'? Ja, bitte? So ist es. Also können wir jetzt ansetzen. 1 durch x plus 1 abgeleitet. Ist u Strich, was ist u Strich? Ja, bitte. Mal v, was ist v? Ja, bitte. Minus u, was ist u? Ja. So, beide richtig. Und jetzt dürfen Sie v Strich sagen. Da steht's. Durch v im Quadrat, das ist dann x plus 1 Quadrat. Warum ist es falsch, so wie ich es hingeschrieben habe? Ja? Dürfen Sie nicht vergessen. So sieht es aus. So, und das können wir jetzt zusammenfassen. 0 mal x plus 1 ist 0. 1 mal 1 ist 1. Was kommt am Ende raus? Ja, bitte. Und das ist die Ableitung von dem. Gibt es da Fragen dazu?